Das ist ja wie in der Uni heute. Richtige Vorträge. Ich war nämlich gestern hier und habe mich mit Waschko unterhalten und er hat mir so ein paar Dinge aus seinem Leben erzählt und deswegen will ich Ihnen das nicht vorenthalten. Also, in der Paschmin Art Galerie heute sehen wir zwei Künstler gleichzeitig. Das ist ja nicht üblich. Der eine hat fast alle Räume und Heike muss sich leider nur mit einem Raum begnügen. Aber das ist nicht qualitativ gemeint. Und beide Künstler sind sehr unterschiedlich. Das geht ja jedem auf, wenn er sich die Werke ansieht. Also ich hatte so folgende Gedanken, als ich hier so durch die Räume ging gestern. Wir normalen Menschen teilen ja gerne unser Leben mit anderen und sind eher zufrieden, wenn wir Teil einer Gruppe sind. Das gibt uns ein Gefühl von Schutz und Identität. Und dafür machen wir auch gerne mal, oder wohl oder übel, Kompromisse. Das fängt ja in der Familie schon so an. Es geht also, hoffe ich, um Identität. Ein Begriff, der heute sehr en vogue ist. Aber die Identität ist eine existenzielle Angelegenheit eines jeden Menschen. Und in demselben Maße, wie unsere Gesellschaft heute sich offen und frei empfindet, ja sogar so frei und unbestimmt, dass selbst unser Geschlecht per Definition nicht mehr festgelegt sein muss, wir uns also geschlechtlich und soziologisch nicht mehr als Mann oder Frau empfinden müssen, sondern divers sein können, in demselben Maße versuchen wir unsere neu gewährten und über Jahrzehnte erworbenen Freiheiten wieder einzudämmen. Wir grenzen uns wieder ab. Man erkennt das manchmal auf den Straßen, so in Kleidung und Habitus gibt es so Typen, die einen sind stark tätowiert, die anderen tragen schwarze Kleidung. Neulich sah ich so eine Gruppe von Cosplayern, ich weiß nicht, ob Sie Cosplayer kennen, sehr witzig, so meistens junge Mädchen und Jungs, die Manga-Figuren aus der japanischen Fantasiewelt nachmachen und komplett uniformiert sind. Sie suchen Identität. Und gerade junge Menschen suchen Identität. Nicht nur die Friday for Future Girlies, die man ja auch an diesen hässlichen Strickmützen gleich erkennt. Also das ist meine Wahrnehmung. Aber gestern, Freitag, sah man sie wieder überall mit den Fahrrädern unterwegs. Aber ist auch gut, sie setzen sich ein. Aber je transierender und fluierender wir sein sollen in unserer Gesellschaft, ohne Grenzen, ständig veränderbar, verlieren wir unsere Orientierung. Und viele wissen nicht mehr, sich seelisch zu verorten. Das ist ja schon berühmt geworden durch das Bonmot von Nietzsche im 19. Jahrhundert, also vor über 100 Jahren. Gott ist tot. Gott ist tot, das ist ein kleiner Essay von Nietzsche, in dem er beschreibt, was passiert, wenn man den religiösen Halt verliert. Was passiert, wenn Gott tot ist? Was passiert dann? Und diese Frage ist immer noch aktuell. Es gibt ja Sachen, die sich sehr schnell verändern, wie die technischen Smartphones, da gibt es alle halbe Jahre Neues. Aber philosophische, tiefe Veränderungen dauern manchmal 100 Jahre, 200. Der moderne Mensch scheint sich selbst mit seinen erworbenen Freiheiten zu überfordern. Er beginnt an dem Zustand maximaler Freiheit, den er angestrebt hat, zu leiden. Das haben die Existenzialisten, Sartre, Camus kennt man ja auch formuliert in ihren literarischen Werken. Aber der Künstler, der Typ Künstler, Gerhard, komm mal rein. Vom Künstler erwartet man, dass er einen eigenen Standpunkt hat. Der Künstler soll stark sein und er soll den Mut haben und auch die Frechheit, vielleicht uns in seine Welten hineinzuziehen, oder uns einfach mit seiner Art zu konfrontieren. Ein Künstler kann sich nicht zu Hause verstecken, höchstens wenn er sich darauf vorbereitet, was er uns zu sagen hat. Der Künstler muss den Drang haben, alleine unterwegs zu sein, ohne den Schutz einer Gruppe. So, jetzt gucken wir uns die beiden Künstler mal an. Über Heike Pohl sage ich weniger, weil einfach auch weniger Werke zu sehen sind. Sie müssen einfach mal den Raum dann gehen anschließend und sich
die Werke ansehen. Heike Pohl ist in der Schweiz geboren, wir haben das ja eben schon gehört, und lebt in München. Sie ist heute nicht da, sie ist, glaube ich, krank, oder? Sie ist aber auch Therapeutin und Heilpraktikerin, und deswegen ist der Körper für sie ein wichtiges Thema. Körper als Lebensfreude, aber auch als Material zur Reflexion. Und wenn wir ihre Bilder sehen, sehen wir weiche Farben. Sie sucht den weiblichen Körper nachzuzeichnen. Sie baut Textilien in ihre gemalten Bilder ein, um dem Körper realistische Formen zu geben. Sie fragt, wer bin ich? Sind meine Körperformen schön? Führt die Linie von meinen Beinen über meine Hüfte, über den ausgestreckten Arm irgendwo hin? Sind Blumen etwas, die mir schmeicheln oder die ich brauche, um mich geehrt zu fühlen? Die Ölfarben benutzt Heike Pohl, um sich emotional zu setzen. Man spürt ihre Hingebung. Emotionales Empfinden ihres Selbst im Leben. Gut ergänzend dazu sind ihre Glasarbeiten. Dickes, milchiges Glas umschließt biologisch sich windende Fäden und Linien. Die sind unterbrochen und doch sich fügend wie eine DNA. Eine Installation sieht aus wie Rückenwirbel, fest eingebettet in zwei gleiche Hälften aus Glas. Wie filigran wir doch zusammengehalten werden. Für mich wirken diese Werke wie Gefühle in Fleisch gebettet. Die eigene Destination festgefügt, zwar durchsichtig, aber festgeschrieben. Wir kennen ja das Glas aus den mittelalterlichen europäischen Kirchen. Da diente das Glas als Material auch, um die göttliche Energie einfließen zu lassen vom Himmel zu den Menschen am Boden. Vasco Oliveira, der Mann, der hier die Räume ausgestattet hat. Wo bist du, Vasco? Da hinten, ja, da ist Vasco. Der Mann mit der weißen Binde und dem Lolli im Mund und der unverkennbaren Sonnenbrille. Vasco ist auch ein Suchender, ein Maler, ein Textilkünstler. Vasco ist ein Maniac. Er steht morgens früh auf, um 4:30, hat er mir gestern erzählt, arbeitet wie ein Besessener bis zum späten Abend. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich glaube es ihm, von wenigen Pausen abgesehen. Sein Werk ist von einer durch spezifische Strukturen aufgebauten Dichte. Sehen Sie sich um. Er fragt und sucht, aber mit einer Rationalität geht er zu Werke, die ich mal als männlich bezeichnen möchte. Vasco ist ein schöner Name, ein berühmter Name. Jeder kennt den berühmten Portugiesen Vasco da Gama, den Eroberer und Abenteurer, der die Seewege der Neuzeit entdeckte. Und ich hatte mir so gedacht, auch Vasco da Gama könnte für Vasco de Oliveira sinnbildlich ein Vorbild sein, als jemand, der Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Denn auch Vasco de Oliveira ist ein Abenteurer und niemals zufriedener, der nach Wegen sucht. Denn wo wir herkommen und womit wir kulturell und geistig erquickt und beladen sind, das prägt uns. Wie du gestern zu mir gesagt hast, aber auch ganz meine Meinung. Du kennst dich aus in Kunstgeschichte, Naturgeschichte, Kulturgeschichte. Du hast alles drauf, es ist alles in deinem Kopf gespeichert, wie ein innerer Kompass. Und wenn du dann ein Werk zu malen beginnst, nach einer Phase von intensiven und unzähligen Vorstudien, wagst du dich dann an das Bild. Wenn du vor der leeren Leinwand stehst, dich beugst, öffnet sich dein Kopf und wie in einem Automatismus purzeln dann Kegel, Kreise, Halbkreise, Dreiecke, Punkte, Linien und Zacken hervor. Sie verwandeln sich zu Symbolen und Zeichen auf der einen Leinwand, sie tummeln sich mit Schabernack aneinander und reihen sich dann ordentlich ein in eine Struktur. Das ist eine Art Schöpfungsprozess, den wir unmittelbar vor seinen Bildern mitverfolgen können. Sichtbare Nähte entstehen, die zusammenfügen, was zusammengehört. Wie ein Schneider fügt
Waschko seine Bilder zu einem Kleid zusammen. Nicht zufällig ist Waschko auch Textilkünstler. So wie die alten vorzivilisatorischen Kulturen einfache, aber einprägsame Muster und Zeichen auf ihren Schmuck, ihre Waffen und ihre Kleider webten, prägten und malten. Es entsteht ein ästhetisches Wohlgefühl, wenn man sich mit den wunderbar frohen Farbmustern von Waschko de Oliveira identifizieren kann. Es geht Waschko um Identität. Auffallend sind die Farbigkeit seiner Bilder. Die Farben leuchten selbstbewusst und lebensnah in komplementären Kontrasten, Blau gegen Rot, Grün gegen Gelb. So kraftvoll und so sinnfroh kennen wir den Süden Europas. Denn Waschko ist Portugiese, ein Portugiese aus Porto. Stellen wir uns vor seine aus grafischen, meandernden Bändern aufgebauten bunten Puzzlebilder, so spüren wir die Dichte eines Tages, eines Gedankens, das Chaos der Gefühle, die Freude am Leben, aber auch die Leidenschaft, die Leidenschaft. Nicht selten sind es abstrakte Köpfe auf seinen Bildern, die er malt. Sie müssen sich mal die Zeit nehmen und durch die Ausstellung gehen, fragen Sie Waschko auch. Wir erkennen manchmal eine Kopfform, Augen, Nase und Mund und die Schultern. Der Mann, ein Bild dort hinten, heißt ein aus bunten Linien, Schraffuren komponiertes Bild, das die männliche Energie mit aufgeblähten Nüstern transportiert. Zwei Bilder hier im Flur zeigen vielfach geschachtelte Gesichter mit derangierten Augen und verschobenen Mündern und Nasen. Es sind die Schizophrenen, die sich gespalten fühlen, die Paranoiden, die wahnhafte Vorstellungen entwickeln, deren Seelenzustände hier porträtiert werden. Erst mit Anbruch der Moderne in der Malerei galt die Psyche in gesunden oder ungesunden Zuständen außerhalb religiöser oder mythologischer Erzählungen als darstellenswert. Und es dauerte lange, bis das akzeptiert wurde. Die Frau mit Herz ist ein Bild ganz unten. Sie sollten noch ganz unten gehen, kurz vor dem Ausgang. Ist Waschko besonders lieb, wie er mir gestern sagte. Es ist faszinierend, wie aus diesem textilen Zickzack auf dem Bild und grafischen Fantasieformen, kleinsten elementaren Einzelformen, man sieht auch Kegelhütchen und mehrfach farbige kleine Kreise, ein farbiges Kosmos entsteht. Unser eigener Kosmos und der Kosmos der Himmel hängen wie die Mikro- und die Makrowelt zusammen. Der göttliche Kosmos ist unbegreifbar für uns. Wir sind nur ein kleiner Teil von ihm und auch nur Gast. Der universale Kosmos ist schon da, bevor wir kommen, und er wird da sein, wenn wir wieder gehen. Waschko ist nicht gläubig, sagte er mir, aber er ist Katholik und die sind ja eben doch irgendwie gläubig, oder nicht? Noch mehr als nur ein Portugiese bezeichnet Waschko sich gerne als Europäer. Waschko liebt das europäische Erbe und seine Vielfalt der Kulturen. Jede Kultur in unserem Haus Europa hat ihre beschreibbaren Eigenheiten und ihre eigene Sprache. Deswegen benutzt Waschko auch Buchstaben für seine Bilder. Und wenn wir genau hinsehen, werden wir sie entdecken. Es sind griechische Buchstaben, aber auch germanische Runen. Gucken Sie sich die Bilder mal an und fragen Sie Waschko, die von Europa sprechen, dort hinten im Bild, oder magische Zahlen ausdrücken. Das Bild dort hinten, das nur in Schwarz und Weiß gehalten ist, hinten im Raum links, ist ganz pur. Es zeigt die weibliche Europa reitend auf dem Stier. Es ist die alte griechische Sage von der Entführung der schönen Königstochter durch Gottvater Zeus in der Verkörperung eines Stiers. Es erinnert mich daran, dass wären wir in Europa, auch hier im Norden, ohne das kulturelle Vermächtnis der Griechen. Sokrates, Platon, das griechische Theater, die Formen der Architektur, die jahrhundertelang Vorbild waren in der ganzen Welt.
Der Stier flankiert von den, ist flankiert, gehen Sie hin und gucken sich das an, von griechischen Buchstaben auf der rechten Seite und germanischen Runen, die von Europa sprechen, auf der linken Seite. Als Waschko ein Jahr alt war, kam er nach Hamburg, wo er seitdem gerne lebt. Waschko mag Hamburg. Es ist bequem, sagt er, hier zu leben. Man kann alles mit den Öffis machen. Ich bin Hanseat, sagt er, und ich fühle mich wie auf einem Sofa sitzend. Ich fühle mich wie ein Kind, sagt er, aber ich denke wie ein Erwachsener. Und das fühlen wir auch vor der grafischen Lust seiner Farbpuzzles, als hätte ein Kind große Unordnung geschaffen und ein erwachsener Geist alles wieder zusammengefügt. Seine Bilder unterschreibt er mit seinem Logo. Sie müssen mal gucken, links, das heißt McFly, eine Kreation. Es sind die Multiple Creative Flying Guys, also Menschen wie er, Menschen, die viele kreative Jobs machen, so wie viele Künstler. Die McFlys sind aber auch Babyengel, wie du gestern erzähltest, also sogenannte Nephilims. Das sind im Alten Testament, in den Sagen ist das erwähnt, im Alten Testament auch, Mischwesen aus Engel und Mensch, geboren aus einem göttlichen und einem menschlichen Teil. So empfindet sich Waschko, und auch wir sind so gemacht, wenn wir das spüren. Lassen wir uns engelsgleich entzücken. Viel Freude beim Gang durch die Ausstellung.